Vor einiger Zeit landete bei uns eine CD mit dem Titel New Impressions of Debussy auf unserem Schreibtisch. Das klang reizvoll. Der Komponist Debussy lebte in der Zeitenwende zum 20. Jahrhundert. Musikhistorisch gilt er als Hauptvertreter des Impressionismus. Auf der Pariser Weltausstellung hörte Debussy das erste Mal exotische asiatische Klänge, vor allem Gamelan-Musik. Diese stammt hauptsächlich aus Java und Bali. Die Begegnung mit fremden Kulturen und deren schwebenden Klangideal prägten seinen Kompositionsstil. Seine daraus resultierenden Klangbilder wurden als fremdartig, schwebend und sphärisch empfunden. Er wurde mit Bildern etwa von Claude Monet und Paul Gauguin in Verbindung gebracht, weil diese ebenso wahrgenommen wurden. Debussy gilt als einer der wichtigsten Vorbereiter der modernen Musik. Er entwickelte eine eigene Harmonik, indem er europäische mit traditioneller slawischer und asiatischer Musik verband. Das Radio läuft, ein Soloklavierstück, bilderreiche Motive, lyrische Harmonien. Ist das eventuell ein Stück von Bill Evans? Und dann sagte die Moderation aber, das war eine alte Aufnahme von einem Debussy-Prélude, La Fille aux Cheveux de Lin. Und das hat mich so gefesselt und so fasziniert, das hat mich auch nicht mehr losgelassen, dass ich da einfach genauer nachschauen wollte, wie oft wiederholt sich das vielleicht bei Debussy, dass ich immer wieder das Gefühl habe, das ist Jazz eigentlich, was der geschrieben hat. Aus diesem Erlebnis heraus entsteht eine Idee. Man könnte doch einmal Debussys Kompositionen für ein Jazzquartett adaptieren. Ich habe gesagt, ich bin Jazzer. Das stimmt, das wirft bezüglich dieses Projektes und auch auf meiner bisherigen Laufbahn als Musiker auch wieder Fragen auf. Da kann man sich das anschauen und sieht, dass ich zwar Jazz studiert habe, aber eigentlich schon in den letzten 20 Jahren mich immer damit beschäftigt habe, Genregrenzen zu überschreiten. Das hat mich natürlich jetzt, als ich dann Debussy gehört habe und mir dieses Missverständnis passiert ist, dann eigentlich auch wieder gereizt. Dann habe ich gesehen, ach, da sind auch wieder Genregrenzen, die gar nicht so dicht sind, wie man vermeint. Und die Musik Debussys, die hat mich einfach auch sofort angesprochen. Also da steckt ganz viel drin, was mich fasziniert hat. Er hat eine ganz besondere Art, mit Harmonien umzugehen. Wie arrangiert man Debussy Klavierwerke für ein Quartett? Was ist der Reiz daran? Also aus diesem Initialmoment im Radio, dieses Debussy-Prélude zu hören, ist natürlich noch nicht sofort das ganze Programm entstanden. Das hat dann in mir gearbeitet und ich war dann zu Hause und fing dann an,
mir meine Aufnahmen, die ich von Debussy habe, mal durchzuhören und dann natürlich auch im Internet zu forschen. Und dann wollte ich auch wissen, hat sich Bill Evans vielleicht auch schon auf Debussy bezogen oder andere Jazz-Komponisten und Musiker? Und das ist tatsächlich so. Also Bill Evans nennt Debussy als einen großen Einfluss. Auch Duke Ellington nennt Debussy als großen Einfluss. Ich sehe Debussy definitiv als einen Freigeist, als einen Rebell, als jemand, der sich gegen die Regeln aufgelehnt hat, die damals waren. Und er wollte neue Wege beschreiten, wollte Neues rausfinden und hat sich auch da viel mit Musik beschäftigt, die außerhalb quasi der klassischen Musik war, wie zum Beispiel auch andalusischer Musik oder Gamelan-Musik. Er war sehr begeistert von der Weltausstellung. Also er hat sich da sehr viel Inspiration von überall hergeholt. Und da sehe ich schon auch Parallelen zum Jazz, die Jazzer, die auch immer wieder auf der Suche sind nach neuen Inspirationen und wo kann es weitergehen, wo kann man was Neues machen. Wie kommt man zu einem eigenen Arrangement? So habe ich dann auch beim Anfang des Arrangierens der Musik für eine Jazzband irgendwann den Punkt erreicht, wo ich gesehen habe, ich komme am besten voran, wenn ich auch so denke, wenn ich sage, ich lasse zu, dass was komplett Neues entstehen kann mit seiner Musik. Ich versuche also gar nicht, das tatsächlich irgendwie zu kopieren und zu sehr aus den Partituren rauszulesen, sondern ich sehe das, ich analysiere das so ein bisschen für mich und dann gehe ich eigentlich mit einer leeren Seite an dieses Stück ran und auf dieser Idee der leeren Seite beruht dann auch der Bandname Blank Page und die Idee, neue Eindrücke zu verschaffen seiner Musik. Dadurch kommt der Programmtitel New Impressions of Debussy. Es ist eben keine Verjatzung von Debussy, sondern es ist eine Neuschöpfung. Wir erschaffen im Geiste Debussys neue Musik, die mal noch relativ nah dran ist an den Kompositionen, mal aber auch sehr weit weg. Was haben Debussy und Bill Evans gemeinsam? Wenn er vor 50 Jahren gelebt hätte, so in den 60er Jahren, eben zur Zeit von Bill Evans, da könnte ich mir gut vorstellen, dass die beiden befreundet gewesen wären und auf ähnliche Ideen gekommen wären, abends zusammengehangen wären und geforscht hätten, wie man mit dem Klavier neue Wege gehen kann und den Jazz irgendwie in andere Richtungen bewegen kann. Wenn Debussy heute leben würde, wie könnte man ihn wahrnehmen und wo würde er am ehesten hinpassen? Ich glaube, er würde nicht so klingen, wie wir das machen. Ich glaube, ich höre ihn eher in einer anderen Ästhetik. Also ich würde ihn eher in elektronischer Musik hören oder auch vielleicht etwas in Richtung Radiohead. Ich glaube, er wäre ein Mitglied von Radiohead. Da könnte ich mir ihn gut vorstellen. Irgendwie so ein cooler Elektronik-Typ.
Dorman spielte über 20 Jahre mit dem David Orlowski Trio, eher klezmerorientiert. Das Trio veröffentlichte 6 CDs. Darüber hinaus war er Gast auf vielen Festivals, etwa dem Schleswig-Holstein Musikfestival oder dem Festival Mecklenburg-Vorpommern. Das Album erschien am 22. Februar. Diese CD ist nichts für nebenher. Man muss sich tatsächlich einige Zeit einfühlen, um die Feinheiten wahrzunehmen. Dann lässt es einen aber nicht mehr los. Ein Must-Have in jeder Jazz-Sammlung.